Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier zu CMDCD. Ich danke mal allen Zuschauern fürs Einschalten, fürs hier und da kommentieren, fürs Liken, Abonnieren. Und herzlichen Dank dafür, für alles. Habt ihr Ratschläge, Vorschläge, Anregungen, könnt ihr gerne reinschreiben in die Kommentare. Ich würde darauf versuchen einzugehen, nach Möglichkeit auch umzusetzen. Denn ich will auch Spaß haben, wird auch Spaß haben. Da nur ein bisschen kurz rausfinden, was dann genau ist, ne? So, da ist das Symbol und da müssen wir jetzt hin. Denn hier müsste eigentlich nur. Da ist es doch hier. Da parken wir mal hier ganz kurz. Am Baum. So, dann werden wir hier das Torrad aufstellen. Ist aufgeladen. Ich weiß nicht genau, was jetzt hier kommt. Irgendwie mit böse Sache. Ja, hoffentlich Holzfäller. Wenn doch, die Axt schon mal reinlegen. Ja. So, und ansonsten. So, schauen wir mal, was wir uns hier. Oh. So, nun? Wir haben ein paar getötet und? Ja, gut. Hat nicht viel gebracht, ne? Kurz am Tod, ne? Weiß ja nie. Jo. Ach so. Jo. Gebracht hat es nicht viel, außer Munition, ne? So, wir haben auch hier einen Puma. Da kriegen wir Holz hier raus, hier Honig. Kein Honig. Auch nicht schlimm. Versuch was wert. So, wir haben jetzt 8:25. Was sind da für Gebäude? Können wir kurz angucken. Na, Schwein heute habe ich. Da ist ein Häuschen, Baustelle. Ja, die ist kalt. Ja, ich habe nicht mehr viel Zeit. Bin doch eh vom Gepäck her, glaube ich, ein bisschen gut bestückt. Also wäre ja, etwas unsinnig, jetzt hier was zu plündern, noch ein bisschen Platz haben. Das auch noch.
So, geht mal nach Hause. Nun schauen wir richtig Richtung Richtung fahren, ne? Da auch noch gar nicht. Also wir fahren erstmal. Ja, wir fahren mal die Richtung. Geht's ja Richtung Hauptstraße immer so ganz vorsichtig. Und hier könnten wir mal später mal näher anschauen. Wenn wir nötige Zeit haben. Aktuell ist 8:40, das ist wirklich am letzten Drücker, kann man sagen. Und da wird kritisch, wenn wir Pech haben, dann ist das ja. Dann haben wir es schon wie früher, als uns lieb ist, ne? Ja, nützt uns das Ganze, wenn wir da ja nichts rausholen können, ne? Versuchen wir noch an einen Händler ranzukommen. Da können wir noch ein paar Bücher kaufen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht ein bisschen Messing. Preiswerte Munition glaube ich eher nicht. Das heißt, kurz Karte schauen. Nach Möglichkeit. Der Händler ist hier oben. Das heißt geradeaus und dann. Ja, links normalerweise. Muss ich mal kurz mal schauen nachher. Ja, die Ausrufezeichen, na gut. Zwar, ups. Müsste die richtige Richtung sein normalerweise. Was ist die verkehrte? Ach, schon früh. Wir müssen jetzt mal über die Brücke. Da wäre was geworden. Hier ist wieder die Frage, links oder rechts? Ich glaube rechts. Glauben Sie wissen. Wir müssen rechts. Also die andere Richtung. Vollgas, Junge, Vollgas. Es ist 19.04 Uhr. Wir haben noch gute 2 Stunden Zeit. Vielleicht schaffen wir noch bis zum Händler. Vielleicht. Müssen wir halt ein bisschen Gas geben, ne? Eine böse Straße hier. Nur noch bergauf. Da ist noch ein Päckchen irgendwo. Aber ich glaube mal, der Händler ist glaube ich das Richtige. Weil das Päckchen würde uns den Weg laufen, ne? Also. Schauen gerade oben in die Karte. Müsste eigentlich in der Nähe von unserer Basis sein. Ja, nee, ist gut. Eher beim Händler, ne? Schauen wir mal, jetzt haben wir 19:21 Uhr. Ja, unser Mais gewächst und wächst und gedeiht. Also die Basis wird nach und nach schon besser, also hoffe, dass ich diesmal nicht sterben werde. Ich sterbe so ungern im Spiel. Schmeiß mir mächtig Punkte zurück. Einen Punkt habe ich bekommen. Den hebe ich aktuell auf. Fällt mir gerade so ein. Um später brauche glaube ich 2 oder 3. Ich will ja auch Richtung Stahlherstellung gehen und zwar nicht wegen dem Schmelztitel, sondern wegen der Herstellung der Munition. Ich glaube, dann kann ich es mich lernen. Oder kann ich es ausführen. Ja, hoffe ich mal, dass so ist, aber wenn nicht,
Gut, dann werden wir es auch überleben, ne? So, der Punkt kommt näher. Klar, der Händler ist oben und links. Hinter den drei, vier Häusern hier, ein Stückchen da oben, ist der Händler. Das haben wir 1931, das können wir noch schaffen. Mit der Kiste zusammen. Der Händler ist mir wichtig, da was kaufen können. Bücher und so, ne? Vielleicht können wir auch ein paar Geräte kaufen, also mit denen wir was anfangen können, ne? Ja, das ist unhöflich. Gehen wir mit Gewehr rein, ne? Diese Achse sieht so. Übereilen. Macht vielleicht auch immer auch zu. It must be my lucky day. Thank you. And here you go. So, was wollten wir? Nee. Gut. Tja, das haben wir schon gelernt. Munition, die sind so wichtig. MP5. Wissenschaft. Oh. Frag-Rakete-Munition. Ja, Machete. Bisschen teuer, ne? Kostet 90 Stück. Geheimvorrat, so, schauen wir mal. Ja, Mod wäre nicht schlecht. Bauplan, Waffen, Taschenlampe. Das wäre ganz gut. Sichtbereitsmod, viermal. Hat er auch einen mit 8-mal? Ja, das habe ich schon, habe ich schon. Wissenschaft, Scheinwerfer. Panzerbrechende Munition. Aber wie gesagt, das muss ich lieber herstellen können. Pilze, Hopfen. Und beeilen. Alles. Spinde, warum keine Spinde? Schießpulver, Federn. Wäre für die Schaufel, ne? Messing, Wasserhahn. Vorhang. Sofa, Matratze. Ja. Schrotschutzturm MP5. Nützt mir das MP5, wenn ich es, wenn mir was fehlt, ne? Motorradlenker ist auch gut, aber leider, ich kann es noch nicht bauen. Gut, mehr hast du für mich nicht.
Dann sagt mal danke und tschüss. Wir müssen ja hier bestimmt die Kiste in den Buchladen hier, ne? Guck mal. Nix drin, Papier. Hab ich gerade gekauft, ne? Moped, wo bist du? So, die Kiste. Die Kiste war irgendwo da oben, ne? Da haben wir Glück gehabt, also nichts, da nichts wird. So. Ja, noch ein bisschen Zeit. Ungefähr eine Stunde in-game, ne? Also von der Folge reden wir nicht, aber von einer Stunde in-game. Eine halbe Stunde würde ich mir eigentlich gönnen, um mich in Sicherheit zu bringen. Das heißt, wir haben schon gefunden, die Kiste. Bevor das hier dunkel wird, ne? Also richtig dunkel wird. Ja, das ist gut zu gebrauchen. Also Nahrung ist gut. Wir suchen mal die Straße, ne? Vogelnest. Haben wir Eier heute. Nee. Was ist los hier? Habt ihr alle keine Eier mehr oder was? Gerade sagen, die Straße, ja, die ist doch hier. Ich weiß, im einen Haus war noch ein Safe. Ah. Ach, ein Schild ist das. Das ist eine Kiste. Aber jetzt sind da auch Zombies drin und das, die alle zu erledigen, ich glaube, das ist jetzt nicht zielführend in der kurzen Zeit. Deswegen diese Schnurstracks Richtung Heimatbasis können wir noch fix noch die Betonmauer aufwerten, also unsere Innenwand. Die werten wir noch auf. Ich möchte da ja nicht, dass sie mir gleich die Wand einreißen. Ich mache dann eine richtige Tür ein mit 2500 und dann kommt der Zombie und wertet den Ziegelwand ein. Ne? So kann ich das aufwerten mit ein bisschen XP. Dann können wir gleich ein bisschen Fleisch braten, denn das haben wir nicht nötig. Schlagen wir einen Bauch voll. Ja, hier Puck. Ja, Puck ist nicht. Schön wär's. Ich glaube, viele Bücher gibt es nicht mehr hier. Wir könnten mal am theoretischen Stadt fahren, wo das schon mal Bücher waren, Bücherladen, aber da es hier gibt, weiß ich nicht, ob schon was ist. Denn hier ist mir auch nicht zufriedenstellend, ne? Also ich glaube, um die verkehrten Türen genommen. Denn hier könnte man aufwerten auf Stufe 2, also Stahlbeton. Und hier, die Wand meine ich, die muss man aufwerten. Dazu müssen wir erstmal ein bisschen auspacken. Das heißt, ganz kurz mal was speisen. Dann werden wir mal ganz kurz anschalten. Dann machen wir uns gekochtes Fleisch oder gegrilltes Fleisch. Das ergibt einen Wert von, machen wir ein. Bye.
Machen wir auch zwei. Dann werden wir Messing einschmelzen. Natürlich mit Holz, ne, was wir hier nicht haben. Bum, 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 bum. So. Natürlich wegräumen, ne? Ja, unser Papier. Hat man gelernt. So. Knochen von den Schweinen. Die werden wir gleich mal hier entsorgen, Anführungszeichen. Für Kleber. Wasser haben wir keins geholt. Böser Junge, so. Clown haben wir. Leder sich jetzt keins. Brauchen wir? Brauchen wir. Wasser brauchen wir auch. Lederhandschuhe. So. Also da mal rein. Falls ich heute Nacht noch mal bohren werde, glaube ich jetzt mal aktuell nicht. Also man braucht nicht suchen, ne? Dann nicht mal fleißig gearbeitet. Denn ich weiß ja selbst, die Horde Nacht kommt und dann haben wir keine Zeit. Dann brauchen wir Munition. So, da ist der. Habe ich einen anderen Klauhammer gehabt? Einen Sechser oder so? Schaufel. Oh, Schaufel. Hatte ich rausgenommen eigentlich. Ich muss das auch wieder extra machen. So. Da haben wir noch Leder. Holz. Also ich habe so viel Plunder, kann man sagen, dass man auch nicht weiß, wo alles ist. Das kann man gleich reinnehmen. Brauchen wir nicht herstellen, haben wir das schon mal da. Ich hatte noch einen Clown haben wir gehabt, aber den finde ich jetzt nicht. Ein Sechser, glaube ich, oder Fünfer. Nehmen wir einen Zweier. Was soll's, ne? Den haben wir gleich mit der Schaufel, das haben wir irgendwo gehabt. Messer haben wir 6er. Gut, okay, brauchen wir nicht. Haben wir Stahlschaufel, wollte ich sagen. Verändern. Und zwar. Was wollte ich machen? Gibt ein bisschen mehr Power, ne? Gut. Da wird auch hier der Hammer drin sein, normalerweise. 3. Aber ich hatte schon mal einen Sechser gehabt, weiß ich genau. Hier. Ein Eisen. Eisenfutterkammer. So. Mama schlägt davor und findet den Wald vor Bäumen nicht. Aber gut, das ist halt so, ne? Ach, da ist der Fünfer, siehst du, da irgendwo habe ich doch einen. Ja. So. Gut. Jetzt heißt es Fleisch zu Fleisch. Messbecher. Also Messbecher kann ich mir schlagen, ne? Tabletten. Also Essen ist ganz wichtig, da muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Es ist sehr wichtig. So, Munition ist klar, Antibiotika, Federn, Federn kommen da nicht rein. So, gut. Nutzen. Benutzen. Benutzen.
benutzen. So, wie, uns geht nicht schlecht, wir essen mal nicht weiter. So, aufwerten, das heißt, oh, aufwerten heißt, wir brauchen das Rohstoffe. Und zwar brauchen wir... Stahl für die... Eisen für die Türen. Dann brauchen wir Beton. Dann wäre nicht schlecht Cobblestone, also diese Steine. Die brauchen wir nicht. Falls wir aber herstellen können. Ja, meldet sich gerade jemand. Uhu. Gut. Sollte reichen. Haben wir hier noch was drin? Ja, wir brauchen nichts herstellen. Vorläufig. Beton haben wir auch. 1000. Sollte eigentlich hinkommen, ne? Und haben wir hier Mischer? 1000. Locker 1000. Gut. Wir müssen nämlich die Wand aufwerten. Gut, das ist nicht ganz wichtig, weil wenn hier die Brüder reinkommen und dann hier anfangen zu klopfen, in Anführungszeichen, dann ist es wird's eng. Ich habe eine ganz schlechte Erfahrung mit den Zombies, dass sie immer dann kommen, wenn ich nicht keiner brauche. Und es wäre äußerst schlecht, wenn zum Beispiel hier die Eisengitter 3000 hat und die anderen gehen einfach durch. Ne? Das ist ja ungünstig. Ne? Gut, abgesichert ist immer das. Drüben nochmal. Weiß ja nie. Die genau das gleiche. Ich hoffe, dass wir nicht hier durchkommen. Ja, dann wäre es äußerst schlecht. Steht man lieber außen mal erstmal, ne? Richtiger. Die Außenwand hier. Die ersten zwei Reihen vor allen Dingen. Die dritte wäre nicht ganz so tragisch. Aber die... Da wäre schon nicht schlecht, ne? Wie gesagt, dann hast du eine Stahltür mit 2.500, also unten hast du einen Stein mit ja, 500, ne? Dann sollte der Beton mindestens gleichwertig sein, ne? Wenn wir jetzt nicht gut machen können, ist aufwerten, ne? Und das muss auch gemacht werden, sonst haben wir ja, wie gesagt, später Probleme. Ich habe die leidige Erfahrung gemacht, dass sie leider zu stark sind. Und wo willst du hinflüchten? Da ist nichts.
weiß nicht genau, wann die kommen. Die Jordanacht, also ich glaube Tag 57 oder so, oder ich weiß es nicht mehr genau. Da muss die Basis im Grunde fertig sein, ne? Alles andere kann man immer noch machen, ne? Wird hier auch noch. Also viel XP gibt das nicht, nur so, so sah es ist. Ja, wohl doch. Ich denke mal eher daran, dass ich schon sehr hoch bin. Ne? Also ich glaube 49 oder 48. Das ist schon sehr viel. Also ja, man sollte es schon aufwerten. Also hier ist die im Grunde die wertvollen Geräte, kann man sagen. Ne? Angefangen von den Chemietischen oder der Werkbank ist zum Beispiel oder der Mischer. Die Kisten mit dem wertvollen Inhalt sollte man nicht so. Na ja gut, hier würde ich die Tür einbauen, das ist mal nicht verkehrt, aber. Aber ich muss trotzdem absichern, ne? Also das ist ganz wichtig. Also, falls sie mir doch hier durchbrechen, dann muss ich hier das mich verstecken können. Also muss ich hier noch im Prinzip was vorbauen. Zumindest ein Holzgitter oder ein Eisengitter. Dass mich da sicher fühlen kann. Denn wenn die mich von draußen das Gitter durchschlagen oder die Tür wegklappen, dann muss ich irgendwo hinflüchten können und dann muss ich trotzdem auch durchschießen können. Ne? Sonst haben wir nicht gewonnen. Auch noch eine Tür machen hier. Ich habe nicht gedacht, dass ich hier oben mal so viel absichern muss. Aber seitdem sie mich hier oben gekillt haben, denkt man doch schon, ne? Wenn die Zombies nicht angezogen kommen von dem Lärm. Meistens ja so, ne? So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich werde noch ein paar Türen bauen und dann noch einsetzen. Ansonsten ist heute auch hier Schluss, ne? Dann seid mal tschüss und ciao. Danke fürs Reinschauen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Und schön, ne? Kommentieren, Vorschläge, Ratschläge, Wünsche. Immer rein damit. Ich versuche das umzusetzen. Dann seid nochmal tschüss, winke winke, bis dann, tschüss.